Die Stadt, in der ich hier gerade angekommen bin, in der Nähe vom Spawn nebenbei, heißt Svetloyarsk. Jawohl Leute, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen wieder DayZ Standalone. Ja, das ist doch meine Ansprache. Nein, aber was ich sagen wollte, ich laufe hier gerade durch die Gegend und ich wollte natürlich in den Norden, wie sich auch gehört. Nur ich bin irgendwo randomhaft gespawnt und schaut mal, was ich hier gesehen habe. Die Stadt, in der ich hier gerade angekommen bin, in der Nähe vom Spawn nebenbei, heißt Svetloyarsk. Aha. Für die DayZ-Spieler jetzt unter euch, denen müsste aufgefallen sein, what the fuck? Die Stadt gibt es aber gar nicht. Ja. Und, was soll man jetzt sagen? Die Stadt kannte ich bisher auch nicht. Also das scheint einer der neuen Städte zu sein. Deswegen looten wir hier jetzt mal wieder ein paar Sachen. So, zack, nehmen wir mit. Batterie und so brauchen wir sowieso nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo diese Stadt sein soll. So, mit Doppelklick kann man schneller looten. Wir schauen uns mal die Stadt an, also. Wenn es... Ich finde das absolut großartig, dass es neue Städte gibt. Sieht bisher ganz klein aus. Na, ist auch im Spawngebiet. Na, jawohl, so funktioniert das. Immer so einen kleinen Türmchen. Ey, oh, oh, da ist einer, da ist einer. Der möchte uns kaputt schlagen. Hey! Don't do it! No! Jawohl, geh weg, verpiss dich, Junge. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Er wollte ihn schlagen und haut ab. Ich hoffe, der hat hier noch nicht alles gelootet. Sah nicht so aus. So, was haben wir denn hier? Nom, 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 nom. Naja. DayZ Standalone. Für mich immer noch ein fragwürdiges Spiel. Ob man es spielen sollte oder nicht. Aber, gute Nachrichten, Leute. Bald soll es einen DayZ-Ablöser geben. Und nicht nur bald, sondern ziemlich, ziemlich bald. Innerhalb... Beziehungsweise das meiste, was ist das meiste, so, das Spiel existiert schon, es gibt also schon Gameplay-Videos und alles von den Entwicklern und ich muss sagen, da sieht für mich, sieht das wirklich so aus, dass es DayZ ablösen wird. Alle großen Streamer sagen so, ja, wird ablösen. Ich bin bisher noch skeptisch gewesen, aber ich kann sagen, das, was ich bisher vom Spiel gesehen habe, perfekt. Und zwar soll das Spiel den Namen... Oh Gott, das ist ja eine richtig große Stadt. Haben. Das Spiel soll den Namen DayZ... Nee, nicht DayZ. Ach, was rede ich da? H1Z1 tragen. H1Z1. Ihr könnt ja mal googeln. Da findet ihr Entwicklervideos. Und alles, was DayZ Standalone angekündigt hat, das meiste davon hat sogar schon... na, kleinen Moment. Ja. Wir packen das mal so, damit ich eine schnelle Kurzwahltaste habe. Also alles, was DayZ Standalone angekündigt hat, das hat, was haben wir denn da? Das war dieses Set, ne? Hier ist Skewing King, nehmen wir mit. Das hat dieses H1Z1. Also Autos funktionieren. Er sieht wirklich, er sieht perfekt aus. Und er sieht nicht einfach nur perfekt aus, sondern es sieht einfach bombastisch aus. So, da haben wir irgendwie Jeans. Mir hat einer gesagt, ich weiß, wie ich das looten kann. Ich muss irgendwas ablehnen. Und dann sollte ich das looten können, aber das funktioniert nicht, ja. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Sachen auf den Regalen looten kann. Ich meine, das hat auch keiner bisher in den Kommentaren erwähnt. Einer hat, glaube ich, gesagt, ich soll einfach was ablegen und dann könnte ich das looten. Habe ich gerade probiert, hat aber nicht funktioniert. Auf jeden Fall zurück zum Thema H1Z1, das Spiel. Wenn das wirklich so ist, wie ich mir das vorstelle. Also, ich hab die Videos gesehen. Oh Gott. Wieso haut er nicht zu? Ich weiß, wieso er nicht zu... Zack, immer schön draufhauen. Na? Gegen den Kopf hauen. Immer schön gegen den Kopf hauen. Und da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Naja, funktioniert nicht. Dann scheiß auf die Zombies. Das hier können wir alles nicht aufmachen. Können wir nicht aufmachen, schade. So, also, die Autos funktionieren und die funktionieren wirklich gut. Oh, da ist eine Ach, hier ist wahrscheinlich so ein Selbstmordgebiet. Auch nicht schlimm, auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, die Autos funktionieren.
Auto-Loot, alles perfekt. Die Zombies, man schießt die Zombies. Also erstmal, die Zombies laufen nicht, so wie Daisy Central, und dass sie glitschen hier durch alles durch. Nein, die laufen wirklich. Gott, ich weiß leider nicht, wo die Stadt ist. Deswegen weiß ich auch nicht, wo ich langlaufen müsste. Ich sehe hier überall Tote. Ist das vielleicht eine komplett neue Map? Nein, glaube ich nicht. Das muss noch Daisy sein. Hier haben wir was. Was haben wir hier? T-Shirt Black. Zieh mal ein schwarzes T-Shirt an. Braune Jeans brauchen wir nicht. Was zu essen wäre cool. Da oben haben wir Munition, oder? Weapon Cleaning Kit. Okay, auch gut. Nehmen wir auch mit. Falls wir irgendwann mal eine Waffe finden. Bisher hat man ja immer so das Glück, was zu finden. Naja. Aber also ich werde auf jeden Fall H1Z1 suchten. Ich hoffe wirklich, dass Daisy ablöst, weil Daisy, ganz ehrlich, wenn ihr meine Meinung über Daisy Standalone hören wollt, ist, es wurde rausgebracht. Die ganzen Sachen, die versprochen haben, werden sowieso nicht kommen. Beziehungsweise dauert das noch. Ich denke, vor Ende des Jahres, beziehungsweise Ende des Jahres beginnt wirklich die erste Phase vom Spiel, dass man sagen kann, ja, langsam beginnt sich das Spiel ins Positive zu entwickeln. Ich kann euch auch begründen, wieso ich Ende des Jahres das einschätze. Und zwar haben... Was haben wir da? Das war Kleidung und irgendwas Gelbes. Lassen wir mal liegen. Wir laufen weiter. Aber wieso Ende des Jahres? Kann ich euch sagen? Kann ich das? Ja, ich kann's. Ich überlege, das wird... Wo ist denn das? Guckt euch das mal an, das ist ein Steinbruch. Ich frage mich, ich hab noch keine Map gesehen. Naja. Also die Stadt ist ziemlich groß, wie wir sehen können. Sieht sogar größer aus als Tscherno. Aber das ist nicht Tscherno. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo diese Stadt sein soll. Ich sehe aber hier auch kein Militärgebiet. Egal, ich laufe einfach nur durch und schau mal, was die Schilder sagen. Hier müsste ja gleich Straßenschilder geben, die sagen, in 10 Kilometer kommt die und die Stadt, und dann kann ich ersetzen. Also, wo bin ich stehen geblieben? Lass mich kurz überlegen. Ach ja, genau, wieso ich das am Ende des Jahres erst, oder ab Ende des Jahres, nicht mal im Ende, sondern ab Ende des Jahres erstmal überhaupt sagen kann, dass das Spiel langsam was wird. Das kann ich folgendermaßen... Hallo? Drink, habe ich gesagt. Naja. Ihr seht zum Beispiel, wieso ich das Spiel weniger mag. So. Dann machen wir so. Ja. 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 Das sieht gut aus. Dann legen wir ab. Das nehmen wir mit. Das legen wir ab. Und irgendwas habe ich jetzt weggepackt. Ne, da habe ich das gar nicht weggepackt. Da ist es so. Folgendermaßen. Ach, ich kann es nicht aufmachen. Folgendermaßen, ich sage es erst Ende des Jahres, weil, wir wissen ja, der Dean Hall wird Ende des Jahres das Team verlassen, ja. Das bedeutet, Bohemia ist ja nicht dumm. Die wissen so, die alleine haben die da eh keine Chance, was zu machen, so, bla bla bla. Wir wollen jetzt gar nicht Bohemia schlecht machen, sondern die sagen einfach, Bohemia ist schlau. Die werden sagen, okay, ich gebe euch allen die Modrechte frei. Wirklich. Also das heißt, alle Leute, mit allen Leuten meine ich die, die auch, ja, allgemein alle Leute. Doch, ich sag alle Leute. Das heißt also, die Leute, die Origins, die Tavianer, die sowas alles entwickelt haben, werden dann anfangen, in der Daisy Standalone natürlich was zu entwickeln, weil die Grafik deutlich besser ist, etc., 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 ne? Und genau dann wird Bohemia sagen, ja, wieso sollen wir überhaupt noch was tun? Das ist doch eine schlaue Idee. Wir geben die Modrechte den frei. Die entwickeln was. Hier nochmal. Svetlojarsk heißt die Stadt. Die werden sagen, ja, wieso sollen wir da überhaupt noch was machen? So, wir lassen einfach die Community. Die Community weiß ja, was sie sich selber entwickeln will. Ne? Also die weiß ja, wie das Spiel gut wird. Ne? Und die können das auch. Die wissen auch, die deutsche Community war in DayZ so gut, in dem Mod. Wieso? Wir lassen die einfach jetzt so arbeiten. Also die können sich selber das zusammenbauen. Ich stecke mal die Axt weg. Die können sich das Spiel so editieren, wie die das wollen. Und wir kassieren einfach nur das Geld
für die Leute, die das dann kaufen, weil die sagen, hey, guck mal, das Spiel ist auf einmal geil, es gibt auf einmal Autos, die funktionieren, es gibt neue Maps, das Spiel macht wieder Bock und so. Das heißt also, die Bohemia Interactive wird einfach die Mod-Geschichte abgeben, sagt, hier, macht euer eigenes Spiel, aber das Geld, wenn die Leute das kaufen, ist immer noch unser, so. Und dadurch ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation, so. Das heißt, es gibt Leute, die sehr fleißig dran arbeiten, die auch Origins gemacht haben. Die werden dann mit Donaten oder ich weiß nicht wie, die werden da auch schon ihren Weg finden, Geld zu machen. Für die Community ist es ein riesengroßer Gewinn, weil die Community wird sagen, jawohl, Daisy Standalone macht wieder Bock, habt ihr Origins gespielt, habt ihr Lingo gespielt, habt ihr das gespielt, habt ihr dies gespielt, habt ihr Epoch gespielt, sowas, ne? Und dann spielen die das wieder, weil es Bock macht, dann gibt es wieder Sektor B oder so, oder neue Maps vielleicht sogar. Und Bohemia sagt, ja, und wir haben damit soweit nichts mehr zu tun, wir gucken nur, dass die Server und sowas laufen. Aber das Geld für die Leute, die das einkaufen, das stecken wir uns in unsere eigene Tasche. Jo Leute, danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein Daisy-Mod-Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus!